Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir wollten heute hier runterklettern und unsere Dingens weiterbauen. Allerdings würde ich gerne erstmal eben mit dem Guide ein bisschen quatschen. So, zum Beispiel dieses Zeug hier. Wofür ist das denn? Bloody Spine summons the brain of Cthulhu. Okay. 15 Stück braucht man dafür gerade mal. Und für den Mechanical Worm braucht man davon auch ein paar jetzt. Okay, alles klar. Sind wir schon mal ein bisschen schlauer. Was gibt's denn noch so, was neu ist? Kann man mit den Waterleaves irgendwas Neues machen? Nee, nur die gleichen, okay. Hätte ja auch sein können, dass man jetzt irgendwelche Special-Tränke herstellen kann oder sonstiges. Und okay, hier haben wir wieder Zinn. Nö, das passt soweit. Das passt soweit. Gehen wir jetzt erstmal wieder hier runter, würde ich sagen. Oh, das geht ja sogar ziemlich zügig. Und dann können wir unseren Tunnel weiterbauen. Jeha! Wow, es ist ja mega schnell. Cool. Das ist echt cool. So, hier unten war nichts mehr, glaube ich, ne? Genau. Wir wollten jetzt wirklich unseren Tunnel hier weiterbauen. Dann soll es so sein. Dann wollen wir das doch mal vorantreiben. In den Kommentaren wurde mir schon geschrieben, dass dieses neue Gebiet, was ich da so stolz war, gefunden zu haben, wohl einfach nur... Oh, jetzt muss ich mal schauen. So. Nee, wie ging das? Ich konnte irgendwie... Ja, genau. Ah, ich kann nämlich auch mit diesem Teil, was wir gefunden haben, so ein bisschen springen. Von den Wänden ab. Guck mal, wenn wir so und dann immer wieder zack, zack, dann kann ich so hochklettern an Steilwänden. Eigentlich auch ziemlich cool. Wow, Vorsicht. Ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall. Ja, das ist wohl das neue Gewand der Corruption. Das hat mich sehr gewundert, dass die Corruption auf einmal so rot geworden ist. Warum haben sie das denn gemacht? Was war bitte schön falsch an der alten Corruption? Wir haben sie alle geliebt. Naja, zumindest haben wir sie... Also ich fand, die Corruption sah jetzt nicht schlecht aus, oder? Fandet ihr sie scheiße? Ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, dass ich irgendwie hier der Einzige bin, der die Corruption ganz in Ordnung fand. Und irgendwie alle Leute gesagt haben, oh, die Corruption ist ja total hässlich. Bleibt mir bloß weg damit. Mit der Corruption will ich nichts zu tun haben. Nee, ganz ehrlich, also hat mich gewundert. Was mich auch gewundert hat, dass meine Steuerung nicht gespeichert wurde. Ich musste gerade nochmal alles neu einstellen. Das hat mich irgendwie ein bisschen geärgert. Auch die Grafikeinstellung, Soundeinstellung, alles nochmal neu. Hoffe ich mal, dass ich das jetzt mit dem ganzen Soundgemixe vernünftig hinbekomme. Nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie total den scheiß Sound habt im Video. Das würde mich natürlich dann doch ein wenig ärgern. So, jetzt kommt hier so ein kranker Typ reingejumpt. Das war genau das Problem, wo ich vorhin noch meinte, beziehungsweise wo ich gestern noch meinte, ah ja, da haben wir ja echt Schwein. Irgendwie scheint das ja gar keinen Schaden. Nee, irgendwie scheint da gar keiner mehr runterzuspringen. Das hatte man früher nämlich wirklich sehr oft, dass da irgendwelche Leute einem auf den Kopf gesprungen sind. So, der Wurm hängt jetzt gerade scheinbar da unten fest. Und wir haben hier die erste richtig schöne Ader von Silber. Das nehmen wir natürlich dann auch mit. Ne, Platinum. Ah, okay. So, stirb. Das ist auch ein bisschen dämlich, oder? Dass der so viele Dinger hat. So viele, wie heißt es? Lebensbalken. Total bekloppt. So, frag mich nicht, was Platinum jetzt ist. Also, ja klar, ist ein Rohstoff. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Ihr Witzbolde. Nein, mich würde einfach mal interessieren, wo ist Platinum anzuordnen? Bei Silber? Ist es so viel wert wie Silber? Ist es mehr wert? Ist es weniger wert? Guck mal, oh, was ist da unten denn los? Da gehen wir aber mal hin. Ist das die Pilze... Ist das so ein Pilzgebiet wieder? Ich weiß es nicht. So, Moment, ich hangel mich mal eben hier ran und dann können wir hier jetzt neue Seile spannen. Oh, da unten ist auf jeden Fall eine Qualle. Oh Mann, was ist denn hier am Boden? Wieso geht das nicht ab? So. Frag mich nicht, was da los ist. Frag mich nicht, was da los ist. Wir machen hier nochmal ein bisschen Licht hin. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das Zeug hier auch mit, das Zinn. Jetzt habe ich echt keine Ahnung, was das mit dem Titan auf sich hat. Egal, werden wir schon noch rausfinden. Da drüben sind wieder einige Spinnenweben. Könnte man ja eigentlich auch nochmal mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Zinn jetzt hier noch einsammeln soll.
Oder ob wir uns sagen, ey, Zinn ist eigentlich eh das schlechtere Eisen. Also, scheiß doch der Hund drauf. Einfach nicht mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, ich lasse es hier, oder? Hm, kein Plan. So, jetzt ist die Frage, da hoch komme ich nochmal. Jo, sehr schön. Dann hauen wir das hier weg. Und dann können wir das Seil hier doch weiter runter lassen. So, Seil, komm her. Und runter mit dir. Warum geht das nicht? Doch, geht. So, geht sogar bis ins Wasser runter. Könnt ihr mal sehen. Mein lieber Scholli da. So, wo ist der blöde Wurm? Da unten. Aber erstmal wollte ich eigentlich ganz gerne die Qualle platt machen. Oh, ey, die macht aber auch mega Schaden. Irgendwie machen alle Sachen ziemlich viel Schaden, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Vielleicht soll ich doch mal das Zinn mitnehmen. Dass wir zumindest eine Zinn-Rüstung uns zusammenbauen können. Na komm schon, hau das Ding da oben kaputt. Danke, die Lampe hätte ich gerne wieder. Ich bin da ein bisschen geizig. Zack. So, schön das Zinn mitnehmen. Weil wir Hartz-IV-Empfänger sind. Und da braucht man jeden einzelnen Zinnblocken. Her damit. So, jetzt ist aber das eingetreten, wovor ich immer ein bisschen Angst hatte. Hier ist Wasser. Und hier ist... Was ist da? Moment. Hau da mal eine Fackel hin, danke. Ist es wieder dieses Titan? Ne, Platinum. Stimmt. Ah, das war gar kein Titan. Vom Titan bin ich nur bei Story of Red Cloud gerade. Da gab es das Titanerz. Jo. Da habe ich mich vertan. Vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente, wie es immer so schön heißt, ne? So, alles mitnehmen. Da unten ist auch noch ein bisschen Zinn. Ja, können wir auch mitnehmen. Warum nicht? Kostet ja nichts. Kannst du das da mal bitte abbauen? So, danke. Das braucht auch nur 3 Schläge im Übrigen. Ist mir gerade mal aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass es irgendwie total gar nichts wert ist. So, wir machen jetzt mal hier ein bisschen mehr Fläche, sodass das Zeug da vielleicht abhaut. Und ja, ich habe schon mal gehört, dass den einen oder anderen die Karte ein bisschen nervt. Oh, guck mal, jetzt habe ich da unten gerade eine Höhle entdeckt. Soll ich die einfach mal fluten? Scheiß doch drauf, oder? Fluten wir die Höhle einfach mal. Die Karte nervte euch ein bisschen. Deswegen lasse ich die jetzt, glaube ich, erstmal ganz weg. Momentan ist die ja noch nicht so wichtig. So, und jetzt ist es zu so einer fließenden Quelle geworden. Müsste ich mal gleich schauen, wie wir die irgendwie wegbekommen. Wahrscheinlich, indem wir hier einfach einen Dirt hin platzieren, oder? Ja, genau. Und schon ist Ruhe im Puff. Ach, du Heilige. Hier ist ja mal schon ein bisschen Zeug. Diamanten. Allerdings nur recht wenige. Lesser Healing Potion. Und hier geht auch genau das Band dann runter. Scheiße. Ah, unser schöner Gang. Wieso tust du mir das an, Spiel? Wieso tust du es mir an? Wow, Moment. Da sollte ich lieber nicht runter. Generell war es, glaube ich, ziemlich blöde Idee, hier runter zu gehen. Na komm. So, wollen wir hier mal einfach uns so eine kleine Drecksbrücke rüberbauen. So, jetzt bin ich auch mal überlegen, mit dem Seil, wie ich das am besten gelöst kriege. Schauen wir uns doch einfach mal an. Ah, jetzt muss ich das hier weghauen, damit ich hier wieder reinkomme. Lass uns eben noch schnell das Eisen mitnehmen. Dann haben wir das nämlich auch noch erledigt. Nicht, dass ich das nachher noch irgendwie hier liegen lasse und vergesse. Das wäre doch ein bisschen doof. Und ja, ob wir irgendwie einen Abfluss da unten bauen, damit wir das Zeug da wegkriegen. Aber falls irgendjemand Hintergrundinfos hat, um nochmal drauf zurückzukommen, auf die Corruption. Falls jemand Hintergrundinfos hat, warum zum Teufel die Corruption auf einmal komplett umgekrempelt wurde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Oder ob die sich einfach nur dachten, komm, wir machen es neu. Einfach nur irgendwas neu machen, damit es neu ist, so nach dem Motto, weißt du, wie ich meine? Kann ja auch sein. Oh, das ganze Scheißzeug hier. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Auf jeden Fall nervt's.
So, okay. Jetzt eben mal hier da festhangeln. Nein! Was ist das denn? Wie sieht das denn aus? So ein Seil will ich aber nicht haben. Das soll doch nicht auf einmal die Seite ändern. So haben wir nicht gewettet, Freundchen. So, okay. Abfluss. Es muss ein Abfluss her. Graben wir uns einfach mal eben schnell hier so durch. Na, obwohl da drüben ist gar kein Platz mehr für Wasser. Was machen wir denn da? Okay, dann müssen wir wohl oder übel so eine kleine Grube hier bauen. Bis zumindest das ganze Wasser von dort links weg ist, wo wir unseren... Oh, guck mal, da sind sogar noch ein paar Amethysten jetzt, die wir freigelegt haben. Na, sehr schön. Deswegen wollte ich ja nur hier hingraben. Habe ich doch gesehen, Leute. Habe ich doch gesehen. So, hier sind jetzt aber keine mehr. Okay, raus mit uns. Was machen wir mit dem? Ich würde gerne mal diese Dreckssache probieren. Ach, ich glaube, das geht bestimmt in der Version auch nicht mehr, oder? Wenn das mal eben weggeht, so. Nee, das geht nicht. Genau. Das war nämlich in der anderen Version auch schon so von Terraria, dass man Wasser nicht mehr mit diesem Trick wegbekommt. Okay, da muss das doch noch ein bisschen tiefer werden, hier die Grube. Beziehungsweise, hier muss ein Durchgang entstehen. So, damit das hier auch abfließen kann. Und dann müssen wir nur noch hier rüber bauen. So, da müsste es eigentlich alles abfließen, wenn ich das jetzt richtig sehe. So, sehr schön. Das Wasser ist weg. Und wir können unsere Bauarbeiten fortsetzen. Na komm. So, sehr schön. Trotzdem möchte ich gleich mal nach oben gehen, um zu schauen, was es jetzt mit diesem Platinum auf sich hat. Da bin ich ein bisschen neugierig, ehrlich gesagt. Ja, so. Und hier ändert sich gerade auch wieder das Hintergrundzeugs. Was ist da unten denn los? Irgendeine kleine Höhle. Aber ich sehe noch nicht so ganz, was das hier sein soll. Hä? Okay, nee, konnte ich nur wegkloppen. War scheinbar also irgendein Überbleibsel von irgendetwas. Was war da jetzt schon wieder los? Gar nichts. Hm. Wieso finden wir nicht mal ein richtig geiles Höhlensystem, wo wir dann ein bisschen was erleben? Das ist ja hier langweilig, um nicht zu sagen, mega langweilig. Ich will ein bisschen Action. Ich will ein bisschen Action. Weißt du, was ich mich gerade auffrage mit der Corruption, wenn da jetzt diese neuen Gegner sind? Die Eater of Worlds sind da ja scheinbar gar nicht mehr. Die Eater of Souls. Wie bekommt man denn zum Beispiel Rotten Chunks, um den Eater zu beschwören? Oder muss man jetzt immer diese Dinger da unten kaputt machen? Vorsicht, da ist eine Fledermaus. Einfach mal hier so runter. Wow, was willst du denn, du scheiß Fledermaus? Du bist des Todes, weil du dich mit mir angelegt hast. Ha! So, hier können wir auch wieder das Seil runterlassen. Langsam geht uns sogar das Seil aus, ey. Das soll schon was heißen. Davon hatten wir ja so viel. So, hier geht's noch in eine weitere Höhle. Wenn ich denn mal für ein bisschen Licht sorge, dann seht ihr das auch. Hier ist nichts mehr. Beziehungsweise da ist Zinn. Dann lasst uns halt den Zinn nochmal abbauen. So. Jedes Stückchen Zinn zählt. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, ob wir davon überhaupt nochmal irgendwann eine Rüstung bauen. Aber genügend Zinn sollten wir auf jeden Fall haben. Und wenn ihr euch mal diese Ader anschaut, wow. Dann machen wir uns jetzt mal richtig die Taschen voll. Da kriegen wir bestimmt so an die 30 Zinn raus. Also 12 Stück haben wir jetzt gerade schon rausgenommen. Aus der Ader. Dann wollen wir mal schauen. Ja, locker. Das geht locker auf 30 hoch. Sehr gut. Geiles Ding. 17, 18. Jetzt haben wir 30, 34 Zinnerze. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. So kann es weitergehen. So, ist da Wasser? Ja, da ist Wasser. Wie hoch könnte das? Das könnte hier... Nee, das könnte nicht zum Seil kommen. Beziehungsweise beim Seil ist ja eh schon wieder mal ein bisschen Wasser, wie wir gesehen haben. Okay, da kommt sogar mega viel Wasser raus. Alter Vater. Alter Vater, doch! Gib mal hier die Cobwebs zumindest noch her. Und dann gehe ich hier weg. Das ist mir zu riskant. Wow, hier geht's aber nochmal tief runter. Und auch hier
wie ihr seht, ist wieder ziemlich viel Wasser am Start. Und ein Piranha sogar. Und ein Piranha. Ich könnte hier ein Seil runterlassen eigentlich. Geht das, wenn hier schon eine Fackel ist? Ah, man kann ein Seil auch einfach so mittendrin runterlassen. Gut zu wissen. So, dann dürfen wir den Piranha doch eigentlich platt kriegen, ne? Ja, das ist kein Problem für uns. Jetzt würde ich gerne... Oh, scheiße. Den ganzen Sand hier mal eben wegkloppen. Um zu schauen, was hier hinter noch so los ist. Ja, toll. Da ist noch wieder Platinum und auch wieder Zinn. Hauen wir hier den Glowstick mal eben schnell hin. Ich habe sogar noch einen. Nice. Und dann nehmen wir das Zeug mit. Nee, das ist diesmal wirklich Silber, Leute. Diesmal ist es wirklich Silber. Ey, frage mich nicht, wo der Unterschied ist. Wie gesagt, keine Ahnung. Das ist ein Blind-Let's Play. Ich weiß, ich habe schon ein paar Terraria-Let's Plays gemacht, aber ihr seht doch selber, wie viel sich hier geändert hat. Das ist doch nicht feierlich. Also, wieso nimmst du das Silber nicht mit? Weil du voll bist. Oh, Diamanten haben einen neuen Skin, genau wie Amethysten. Sieht schön aus. Matt. Ich glaube, dass wir Matt nicht so wirklich brauchen. Ist hier sonst noch was? Nö, scheinbar nicht. Oh, gut. Dann das Silber mitnehmen. Sich freuen, dass man noch eine weitere Ressource gefunden hat. Und dann das ganze Zinn hier abernten. Boah, das ist auch wieder ein mega mäßiges Vorkommen hier. Aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich denke mal, dass wir uns dann auch wirklich die Zinnrüstung jetzt einfach mal herstellen sollten. Dann haben wir zumindest eine Rüstung. Und was man hat, hat man, ne? So heißt es doch immer so schön bei uns hier im Let's Play. Falls jetzt irgendjemand auf die Uhr guckt und sich wundert, ja, ich habe auch schon gesehen, dass unsere Zeit langsam aber sicher abläuft. Und wir vielleicht an die Oberfläche gehen sollten, um den Part dann zu beenden. Ich glaube, da unten geht es noch weiter, wa? Moment, ich sauf gleich ab. So, da unten ist noch eine weitere Höhle. Ich versuche jetzt, mich in das Höhlensystem reinzugraben. Ihr werdet sehen, wie. So, ich sehe gerade nicht so viel, aber ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen machen wir mal hier eine Lampe hin. Noch eine Lampe, ja, warum nicht? So, kostet ja nichts. Matt. Und, na komm schon, hau weg den Scheißstein. Geht doch. So, jetzt muss ich die Lampe trotzdem wieder hier hinmachen. Jetzt können wir immerhin in die Höhle rein, ohne dass es überflutet. Das war mein Ziel. Naja, manchmal habe ich sogar einen Plan bei Terraria. Manchmal handle ich sogar wirklich nach Plan und mache nicht einfach irgendeinen bescheuerten Scheiß. So, oh, das waren alle Ropes. Damit sind unsere Rope-Reserven erschöpft. Ich könnte hier nochmal ein bisschen Licht hinmachen. Das hier ist wieder eine 1A-Silberader. Also, kein Platinum oder so. Nein, 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 es ist wirklich Silber. Zu, runter mit uns. Und da unten ist nur noch eine... Na, shit, Moment. Nur noch eine von diesen wunderschönen Vasen. Das war's. Da geht's noch weiter, wa? Ja, da geht's auch wieder weiter. Boah. Wir entdecken aber auch hier viele Sachen. Da ist noch eine weitere Vase, okay. Dann schauen wir halt mal, was da noch los ist. Vasen können wir ja nicht liegen. Ach ja, doch. Für die eine scheiß Vase mache ich jetzt hier so einen Aufriss. So, immerhin ein bisschen Dirtblocks. Yay, sie hat uns Dirtblocks gegeben. Na, die Vase wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So. Ansonsten, aha, noch so eine Mega-Zinnader. Scheiß die Wandern, ey. Du willst mich doch auch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Der will nicht, dass ich die Folge beende, Leute. Der will echt nicht, dass ich die Folge beende. Immer wieder schmeißt er mir irgendwas so vor die Nase, so nach dem Motto, friss oder stirb. Und weil ich so verfressen bin, fresse ich einfach immer. Ich fresse einfach immer und denke nicht daran, dass ich hier an die Oberfläche will eigentlich. Na komm schon. Oh Mann. So, geht doch. Scheiß Zinn. Nimm mit. Wieso kannst du das Zinn nicht mehr mitnehmen? 99. Das kann man nur zu 99 stacken. Skandal. Lehm, das behalten wir. Den einen Schneeblock könnten wir wegtun. Ich glaube nicht, dass der eine Schneeblock jetzt einen Unterschied machen wird. Da links geht es noch weiter mit dem Zinn. Boah, mach mich nicht schwach. Mach mich nicht schwach, da. Jetzt holen wir so viel Zinn hier raus. Da können wir unser ganzes Leben wahrscheinlich von zehren. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Man hat ja noch kein Silber, man hat ja noch kein Platinum. Ach halt, Moment, doch. Haben wir doch schon. Ja, wir stellen auf jeden Fall mal ein paar Barren her, würde ich sagen.
Und dann schauen wir, was der Guide uns so vorschlägt und was man mit dem ganzen Krams machen könnte. Wenn man denn nichts zu tun hat. Hier links muss irgendwo noch was sein und ich glaube, da oben sehe ich sogar noch ein bisschen Eisen. Boah, wie soll ich denn da oben jetzt noch abbauen? Oder ist es nur Stein? Nee, das ist Eisen, wa? So, Moment, dann stacken wir ein bisschen unter uns halt. Wofür hat man schließlich den ganzen Scheiß dabei? Nein, es ist sogar Platinum wieder, okay? Dann nimm die Lampe mit. Bau das Platinum ab. Und mal schauen, was sich jetzt gleich wieder findet, wenn wir das hier fertig abgebaut haben. Da findet sich bestimmt auch noch wieder irgendetwas, was ich dann unbedingt abbauen muss. Was ist das hier eigentlich? Silt. Oh, okay, Silt. Scheiß auf Silt. Brauche ich nicht. Gut, okay, Leute, lasst uns nach oben gehen. Komme ich hier überhaupt noch aus dem Wasser? Ja, doch, aus dem Wasser komme ich dann noch. Easy. Easy peasy. Sehr gut. So, das Wasser, guck mal hier, das können wir ganz easy loswerden. Nein, das soll wirklich runterfließen. Weg. Alles muss weg. Das ganze Wasser muss weg. Oh, jetzt ist die Lampe natürlich wieder ausgegangen. Zack. Und dann begeben wir uns jetzt mal nach oben. Mal schauen, wie schnell wir sind. Ey, der gelbe Slime. Wollte uns hier Stress machen. Ja, doch, geht ziemlich zügig. Das finde ich sehr cool, dass sie das so geil gemacht haben, dass es wirklich so schnell nach oben rauscht. Und dann würde ich sagen, willkommen an der Oberfläche. Schön, dass wir wieder zu Hause sind. Und an dieser Stelle machen wir dann auch einen Cut. Ah, ich drücke immer auf F aus Reflex von Story of Red Cloud, aber das bringt mir ja gar nichts. So, wir machen hier einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.